Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Und wir befinden uns im feindlichen Lager und müssen uns behaupten, indem wir jetzt gegen irgendeinen Spinner kämpfen müssen, um zu zeigen, dass wir es auch wirklich drauf haben mit dem Schwert. Mal kurz mal gucken, ob ich alles bewaffnet habe hier, okay. Ich bin gespannt. Wir gucken mal nach, wo wir den finden. Irgendwo hier unten ist er. Lass mich volllaufen. Was soll man hier sonst für ein Scheißtag? Diese Zelte sehen toll aus. Eine ordentliche Rauferei. Das sind definitiv keine armen Schlucker. Ja, das sind es nicht. So, er wird's hier sein, da unten. Kampfmeister Wanjek, okay. Bist du Kampfmeister Wanjek? Ja, der bin ich. Was willst du? Ich bin Heinrich. Erik sagte, du siehst dir an, wie gut ich mit dem Schwert bin. Ah, noch ein Grünschnabel. Schön, dass Koslik seine Arbeit macht. Allerdings können die meisten nicht mal einen Haufen Scheiße mit einer Mistgabel bekämpfen. Hey, kenne ich dich etwa? Irgendwoher kommst du mir bekannt vor. Uhu. Du hast mich in Scarlets im Schwertkampf unterrichtet. Warte. Ja, jetzt erinnere ich mich. Wir trafen uns beim Wirtshaus. Freut mich, dass du lebst. Und ich nahm die Beine in die Hand, noch bevor es losging. Also, dann zeig mal, was du kannst. Hast du eine Waffe? Wenn nicht, kannst du dir dort drüben eine leihen. Bereit? Ja. Lassen wir es angehen. So, dann zeig mir mal, was du kannst. Na? Nein, warum steck es ein? Sagte ich nicht, dass wir hier kämpfen? Wir können uns nicht im Lager schlagen. Ach, komm auch. Daneben. Oh, da hat er mich getroffen. Gottverdammt! Scheiße! Komm her! Oh, dann. Alter, das hat er ja gemacht, der Spaß. Wo willst du hin? Ich dachte, du wolltest kämpfen. Alles gut. Wir müssen uns ein bisschen anstrengen, um ihn da. Hast weiche Knie bekommen, was? Da haben wir ihn ausgewichen, mal kurz. Verdammte Scheiße! Ja! Er hat immer wieder mich. Nimm das! Aber! Er hat es gut getroffen. Es ist na schön, hier mal komm wieder, wenn die Eier gewachsen sind. Hä? Problem ist, dass wir immer am Rand kommen und dann. Hier! Oh,
Oh. So. Okay. Ja, ich sehe dich. Na zur Hölle. Oh, das ist auch gut, oder nicht? Was sagt er? Ja, wir können kämpfen. Himmel, hilf! Du bist viel besser als die meisten dieser Scheißkerle hier. Gut gemacht. Danke. Ich hatte etwas Übung. Das sehe ich. Ich sage Eric, was in dir steckt. Aber damit du nicht denkst, der alte Vanjek hätt's nicht mehr drauf, zeige ich dir einen Kniff, der dir sicher nützen wird. Oh, wie spendabel von dir. Tja, ich will nicht bis aufs Grab kämpfen. Also pass auf. Bevor du anfängst herumzufuchteln, sieh zu, dass deine Beine weit auseinanderstehen. Ungefähr so, als würdest du einen kolossalen Furz lassen. Ich glaube, ich hab's. Danke. Hm. Gut. Also, was ist jetzt unsere Aufgabe? Ab zu Eric wieder. Okay, Waffen packen weg. Ich hab genug von dieser Scheiße. So, der thront ja da oben in seinem Häuschen. Statten wir nochmal einen Besuch ab. Fallen gleich die Hände ab. Wem sagst du? Muss man langsam wissen, worum es hier geht überhaupt, ne? So. Ich bin gespannt. Herr, entschuldige. Was ist denn? Wie befohlen bin ich zum Kampfmeister und habe... Hast du deine Zunge verschluckt? Red weiter. Oh. Ich vermute zu wissen, was mit dem jungen Herrn los ist. Er ist wohl überrascht, mich hier zu sehen. Aber das beruht auf Gegenseitigkeit. Seit wann heuerst du denn Ratzigs Leute an, Erik? Ratzig? Ganz recht. Dieser Junge ist ihm äußerst wichtig. Und ich schätze, er ist auf der Suche hiernach. Hab ich recht, Bürschchen? Du Bastard! Scheiße! Mist, damit habe ich nicht gerechnet. Er kommt zu sich. Bitte vergib mir die Unannehmlichkeiten, doch es ist zu deiner eigenen Sicherheit. Und unserer natürlich. Du kannst dich wirklich glücklich schätzen. Ich lasse dich nämlich am Leben. Ich bin mir sicher, dein lieber Vater wird ein hübsches Lösegeld für dich zahlen. Mein Vater ist tot. Dein mieser Lakai ließ ihn mich nicht einmal bestatten. Er weiß es nicht, Eric. Er hat keine Ahnung. Man erzählte es mir, einem Fremden, aber nicht ihm. Wie unglaublich rücksichtslos. Bestimmt würdest du dies lieber unter angenehmeren Umständen und definitiv auch von jemand anderem als mir erfahren. Aber das ist des Bettlers los. Dein Vater, dein richtiger Vater, ist am Leben. Und du kennst ihn. Er ist dein Lehnsherr, Ratzig Kobilla. Was? Obwohl, wie viel kannst du ihm schon bedeuten? Hier bist du nun eine obdachlose Waise. Und dennoch hat er dich nicht anerkannt. Deine Eltern sind beide gestorben, habe ich recht? Das dachte ich mir. Schneller. Und trotzdem hat Ratzig die Wahrheit für sich behalten.
Könnte es sein, dass er sich deinetwegen schämt? Ich frage mich, ob er das Lösegeld überhaupt bezahlen würde. Aber denken wir darüber jetzt besser nicht nach. Denn wenn dein Vater sich dazu entscheidet, nicht zu zahlen, bist du für mich wertlos und dann... Mein Vater ist tot! Ich verstehe deine Gefühle, ja, tue ich wirklich. Meine eigene Kindheit war deiner nicht unähnlich. Schon eigenartig, dass gerade wir beide etwas gemeinsam haben. Aber Schluss mit dem Geschwätz. Es wird langsam Zeit, dass du mir sagst, weshalb du hergekommen bist. Ich suche nach dem Schwert meines Vaters, welches mir ein gewisser Bastard gestohlen hat. Oh! Und ich habe es gefunden. Da frage ich mich, welchen Vater du meinst. Gewissermaßen gehört es ja beiden. Es spielt keine Rolle, wem es gehört, denn ich werde dich damit töten. Oh, du bist momentan nicht in der Position, mir zu drohen. Aber andererseits, warum nicht? Wenn dein Vater, dein richtiger Vater, für dich zahlt, gebe ich dir gern die Gelegenheit dazu. Wie großzügig von euch. Meine Rede. Ratzig wird dich vernichten. Und ich werde da sein und zusehen. Das bezweifle ich doch sehr. Dir müsste eigentlich klar sein, dass dein Vater nicht einmal über einen Bruchteil der Streitmacht verfügt, die ich versammelt habe. Das stimmt. Und nun, mit dem König in Gefangenschaft, wird euch niemand mit seinen Truppen unterstützen. Selbst mit Harnisch und Divisch zusammen könnte dein Vater niemals mehr Männer aufbieten als ich. Nun, die einzige Streitmacht in diesem Land, die in der Lage wäre, mich zu besiegen, gehört Sigismund. Und der bezahlt mich. Und wenn er siegt, siege ich. Alles, was ich mir jetzt nehme, wird für immer mir gehören. Ich möchte das ganze Land besitzen. Erblicke den neuen Herrscher des Reiches. Ein Mann wie du wird niemals die Herrschaft erlangen. Hast du denn nie von Herrn Sokol von Lamberg oder Herrn Hinek Dürrteufel gehört? Sie kämpften für deinen König und plünderten die Ländereien der österreichischen Adligen, genau wie ich es hier tue. Wie heißt das so schön? Fressen oder gefressen werden, Kleiner. Kriege sind eine dreckige Angelegenheit. Herr, es ist soweit. Verzeih. Ich fürchte, ich muss mich wichtigeren Dingen zuwenden als dir, Kleiner. Udo hier leistet dir sicher sehr gern Gesellschaft. Na, Udo? Und hoffen wir um unser beider Willen, dass dein Vater für dich zahlt. Lebe wohl. Fahr zur Hölle! Prügel dir mal ein paar Manieren ein, Udo. Na los, Eric, komm mit, wir haben was zu erledigen. Okay. Unangenehme Situation für mich. Aber da werde ich schon rauskommen. Habe ich noch irgendwas Fieses? Heinrich! Heinrich! Wer ist das? Wach auf! Hörst du mich? Scheiße, hat dich der Mistkerl zugerichtet. Hier, versuch zu trinken. Ich dachte schon, du warst nie auf. Woher kennst du meinen Namen? Erkennst du mich denn nicht mehr? Was, Pischek? Du Scheißverräter! Erst lieferst du mich diesen Schweinen aus und jetzt tust du so, als wäre nichts passiert. Sei still. Ja, wir hatten da so unsere Probleme. Aber ich bin der Einzige, der dir jetzt helfen kann. Also, willst du meine Hilfe oder nicht? Klar. Mann, Mann, Mann. Das ist mal Wendung um Wendung hier im Spiel. Das Ratteil-Turnier. Was willst du? Dich rausholen. Aber wenn's dir lieber ist, kannst du auch gern hier verrotten und dir von Istvans Schläger die Scheiße aus dem Leib prügeln lassen. Wieso hilfst du mir? Wieso solltest gerade du mich hier rausholen wollen? Hab gute Gründe. Wenn nicht für meinen Seelenheil, dann für meinen Geldbeutel. Das wird dich ein paar Groschen kosten. Ansonsten brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ach ja? Selbst wenn er von einem Bastard kommt, der mir seine Schurkenfreunde auf den Hals hetzte, als ich meine Eltern bestatten wollte? Ich geb ja zu, wir hatten keinen guten Start. Aber das ist eine gute Gelegenheit, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Welche Gründe hast du wirklich? Keine, die dich etwas angingen. Sagen wir einfach, es ist was Persönliches. Sie gehen mich was an.
Und ich glaube dir kein Wort. Ich weiß, du führst etwas im Schilde. Streng dich lieber etwas mehr an, sonst gehe ich mit dir nirgendwo hin. Gibt keinen Tag, an dem sich diese Mordbuben nicht gegenseitig an die Gurgel gehen. Und ich bin der Jüngste, also bin ich ihr Sklave. Hast dir das Leben als Bandit wohl anders vorgestellt, was? Mir kommen die Tränen. Aber du könntest alleine fliehen, also warum so besorgt um mich? Hör mal, ich will bloß ein normales Leben. Und dafür brauche ich Frieden und Kohle. Du musst hier raus und hast das Geld. Okay. Ich will nur einen Bruchteil von dem, was Istvan von Herrn Ratzig verlangt. Warum sollen wir uns also nicht gegenseitig helfen? Was mit meinen Sachen? Was ist mit meinen Sachen? Die hat Erik. Wäre Selbstmord, die zu holen. Vergiss es lieber. Toll. Ich soll also in diesem Aufzug von hier fliehen, ja? Wäre in der Tat besser, wenn du was anhättest, womit du nicht auffällst. Aber ich kann dir nichts besorgen. Soll dich schließlich bewachen. Würde ich von hier weggehen, müsste ich die anderen auch meiden. Hm. Wieso fliehst du nicht selbst? Wieso haust du nicht selbst ab? Und dann was? Bin allein auf der Welt und ein Geächteter. Wie lang glaubst du, dauert's, bis ich am Galgen baumle? Muss mir etwas Kohle beschaffen, damit ich verschwinden kann. Was hast du vor? Wie willst du das anstellen? Na, endlich. Ich kenne einen Weg aus der Feste, wo man nicht gesehen wird. Ich werde dich losmachen und du musst es selbst dorthin schaffen. Bei Nacht sollte das nicht so schwer sein. Ich warte draußen auf dich und du sagst deinem werten Papi, dass ich dir geholfen habe, damit sie mich nicht aufknöpfen. Und selbstredend gibst du mir was für das Risiko. Klingt eher so, als trüge nur ich das Risiko. Nicht wirklich. Was machen sie wohl mit dir, wenn sie dich schnappen? Die wollen Lösegeld, im schlimmsten Fall sperren sie dich also wieder ein. Aber für mich, der dich bewachen soll und entwischen lässt, drückt keiner was ab, mein Freund. Okay. Also schön. Hauen wir ab. Binde mich los. Jetzt bin ich gespannt. Das wollte ich hören. Aber erst schwörst du, dass du Herrn Ratzig von meiner Hilfe erzählst. Und mich bezahlst. Du hast mein Wort. Wie sieht der Plan aus? Na gut, dein Wort muss wohl reichen. Also, spitz die Ohren. Ich weiß, wie man von hier verduften kann. Unten im Lager, beim Abhang über der Sasau, ist eine Stelle, an der sie die ganze Scheiße über die Palisade schmeißen. Der Scheißhaufen geht schon fast bis ganz nach oben. Wir müssen bloß über die Palisade springen und haben eine weiche Landung. Boah, da sind wir frei. In die Kacke rein. Frei und voll mit Scheiße. Und das ist alles? Nun, zuerst müssen wir es bis dorthin schaffen. Keiner darf uns sehen. Ich soll dich im Auge behalten und du, tja, sollst im Auge behalten werden. Wir müssen unbemerkt bleiben und uns vor neugierigen Blicken hüten. Ich gehe zuerst. Vorm Schuppen sollte keiner sein. Wenn du draußen bist, geh links die Palisade entlang. Dort ist alles voller Klippen, also sieh zu, dass du dich nicht umbringst. Ich warte nicht weit vom Lager entfernt auf dich. Beim abgestorbenen Baum zwischen dem Weg und dem Bach. Viel Glück. Spiel gespeichert, gut. Wir haben auch gar keinen... Oh, wir noch echt K.O., ne? Na gut. Flagge können wir nicht... können wir die mitnehmen? Nee, gut. Dann sind wir raus. Halten uns links. Links an den Palisaden längs, sagt er, ne? Ich sehe fast gar nichts hier, aber so düster wie das ist. Hier hängen wir fest. Deinem Glück ist ein Bettelmönch, der gar keine Schuhe anhat. Ach, sag sowas gar nicht erst. Im Ernst, da gehe ich lieber barfuß, ehe ich in diesen Arschledern kämpfen muss. Hä? Ja, irgendwo ging's doch, da muss es da herausgehen. Da sind wir nicht längst gekommen. Okay, also ich weiß nicht genau, wo wir längs wollen.
Da ist ein Wachmann. Was mache ich denn? Soll ich da hochklettern? Soll ich denn längs, ey? Das ist gar nicht so leicht. Ich weiß nicht, wo ich längs soll. Versuch, deine Ausrüstung zurückzubekommen. Meine Ausrüstung? Krass, okay. Das versuchen wir. Bin ich mal gespannt. Die ist hier drin, glaube ich, ne? Was haben wir denn da? Unterhaltung, Vorzug. Komm her, du Weichlein. Ja, wir wurden schon entdeckt. Das ist dieses Blöde. Kann man denn seine Ausrüstung wiederholen? Oh. Wie soll man denn da reinkommen zu ihm? Ich habe ja keine Dietriche oder so. Kann ich die irgendwo finden? Oh. Hey, was sagt man da also? Oh. Au! Oh! Ja. Oh! Verdammt. Das ist natürlich dumm, was ich jetzt vorhabe hier. Ja, das war natürlich bescheuert. So, wir wissen ja, genau, gespeichert da. Das heißt, wir können ja versuchen es nochmal. Aber irgendwie müssen wir es ja anders machen. Bloß wo kriegen wir denn? Wir brauchen irgendeine Waffe oder so. Ich glaube, wir kommen hier aber auch sonst alles nicht raus. Dann gucken, ob wir hier noch was finden. Er sagt ja, flieh aus dem Lager. Jetzt noch nie. Ich habe aus, dass meine Sachen in einer Truhe sind, die in einem Raum finden, in dem diesem Bastard tot begegnet bin. Optional ist das, aber wie können wir die kriegen? Das ist die Frage. Okay, das war dumm. Merke ich auch gerade. Was ist los? Komm schon! Ah, okay. Lass uns mal kurz killen. Das war dumm. Ich dachte, ich könnte ihn von hinten ein bisschen umhauen. Das kann man. Wahrscheinlich kann man es auch, aber ich habe es natürlich nicht hingekriegt. Ne, wir müssen es da jetzt irgendwie rausschlavieren. Weiß auch noch nicht genau wie, aber irgendwie kommen wir da schon raus. So. Wir nicht rein. Da drin sind unsere Sachen. Nee, Quatsch, da nicht. Hier drin. Da
kommen wir nicht so einfach rein. Was ist denn mit Klettern übers Dach? Welche Richtung guckt er hin? Er guckt in die andere Richtung, ne? Keine Ahnung, wie man da reinkommen kann. Es muss ja irgendwie einen Trick geben. Wir benutzen mal die Leiter. Mal gucken, was passiert, wenn wir hier hochgehen. Komm her, du Weichei! Oh. Ja. Okay, den können wir auch nicht besiegen. Also, ich weiß nicht, wie man die Sachen... Es ist ja bescheuert, wenn wir diese Sachen nicht wiederbekommen, oder? Das ist ja wirklich sehr nervig. Da müssen wir alles wieder neu beschaffen. Es muss doch irgendwie eine Idee geben, wie wir da reinkommen und unsere Sachen wiederbekommen. Ein Dietrich, aber wo kriegen wir einen Dietrich her, ist die Frage, oder? Liegen hier nicht einfach irgendwo rum. Ich könnte natürlich versuchen, ihn zu bestehlen da hinten. Also ich versuche nochmal, den zu bestehlen. Wenn das auch nicht klappt, dann versuchen wir auch zu fliehen. Sonst weiß ich auch nicht, was man machen kann. Was haben wir denn da? Unterhaltung vorzüglich. Ach, das ist doch blöd. Ah, komm her, du Weichei! Okay, wahrscheinlich kriegen wir unsere Sachen wirklich nicht wieder. Ich wüsste nicht, wie wir die Sachen wieder bekommen könnten da. Keine Ahnung. Überlegen. Na, das ist ja auch blöd. Es dauert das so lange jetzt. Okay, ist die Frage, was wir machen. Also, wie könnte man da rauskommen? Also, das ist echt schwierig. Überlegt gerade, was man da machen kann. Ich weiß das nicht, ey. Das ist wirklich schwierig. So, wir müssen mal gucken. Ich gehe mal raus. Oh, hier sehe ich ja überhaupt nichts. Das ist schon sehr duster, ne? Kann man hier irgendwo hinkommen?
ich immer. Okay, hier ist eine Truhe. Zwei Dietrich, ein Ritterschwert und Verbände. Wir nehmen das mal alles mit. Okay, ist nicht so super geil, aber wenn wir Verbände haben, können wir vielleicht uns ein bisschen flicken. Ach, scheiße, ich blute nicht. Okay, bin nur kaputt. Wir können vielleicht unser Schwert anlegen. So. Oh, da ist ein... Aber jetzt haben wir Dietrich, das heißt, können wir vielleicht die Tür gleich knacken da. Probieren wir doch mal. Ob wir das hinkriegen, weiß ich nicht. Dann muss er natürlich einmal weggehen. Ist der richtige Weg, ne? So war es hier rum, ne? Glaube ich. Ist auch nicht mehr genau. Doch, hier ist es. Genau, das ist die Wache, ja. Oh, das ist echt knifflig. Hol lieber ein Schwert raus. Falls ich erwischt werde. Da kann ich zumindest nicht hören, da oben. Was ist das? Keiner, ist nichts, ist nichts, ist nichts. Geh einfach weiter. Okay. Wieso kann ich jetzt einfach hier reinkommen? Du bist zur falschen Zeit am falschen... Oh. Das okay, nennst das... du kämpfen? Wieso? Ach so, das war ein anderer Weg, glaube ich, ne? Ach, Mann. Gerade eben musste ich doch die Tür aufmachen mit dem Dietrich. Jetzt gerade nicht. Warte mal. Okay. Welchen Weg bin ich denn vorgegangen, wo ich denn... Blöd. Ich hab doch irgendwas anderes gerade eben gesehen. Mal. Hier reinklettern kann man nicht, ne? Ne. Das wäre auch natürlich nicht schlecht gewesen. Oh, das können wir auch mal alles nehmen. Was haben wir jetzt gerade aufgenommen da? Ringelblumenaufguss. Pass mal auf.
Auftrag des Nachtfalken? Warte mal. Ich glaube, ich werde mal speichern hier. Oder? Gut. Dann können wir direkt reingehen und mal gucken, ob das jetzt klappt. Hä? Jetzt muss ich knacken? Hey. Was sagt man dazu? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Das nennst du kämpfen? Nein! Ach man, ich würde so gern da weiterkommen. Okay, ich krieg meine Sachen wahrscheinlich. Oder ich muss da rein und ihn gleich killen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. So. Ich glaube, meine Sachen bekomme ich hier nicht. Oh. Hey, wer ist da? Oh. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Okay, das wird nichts. Also ich glaube nicht, dass ich meine Sachen da bekomme. Ich versuche jetzt einfach da rauszukommen aus dem Lager. Und dann lassen wir das mal. Wenn mir mich schon Hurensohn beschimpft, dann werde ich ja wohl irgendwas falsch machen. Nur eine Sache kann ich ja kurz ausprobieren. Das klappt zwar wahrscheinlich auch nicht, aber das ist trotzdem mal. Mist, ey. Das ist echt. Aber wenn ich ohne Sachen weglaufe, ist doch voll ätzend. Wie kriege ich meine ganzen Sachen wieder, ist die Frage, ne? Dauert immer ein bisschen lange hier, ne? Mit dem Nachladen. Das könnten die ein bisschen flotter machen. Hey, du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Du wirst leiden. Hahaha, mehr hast du nicht drauf? Doch, warte. Wird schwer rausholen. Komm her, du Weichei! Ich schlachte dich ab! Dann komm erstmal her, du Weichei. Trau dich doch! Das nennst du kämpfen? Ah, okay, das war's.
Ich werde dich finden, du elender Hund. Hallo, schlachten wir ab. Was? Okay, also. Gut, das war's jetzt. Jetzt versuche ich einfach abzuhauen. Warte, bis er weg ist, dann schleichen wir uns raus und dann rennen wir weg. Mehr können wir nicht machen. Hier geht's nicht längs. Oh, hier längs. Okay. Wir können uns aber jetzt ganz hier schleichen uns jetzt irgendwie raus. Warum schleichen wir? Wir gehen einfach. Oh. Was, hey. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Das wird eine Freude. Hey, wer ist da? Oh. Was ist das? Das nennst du kämpfen? Was ist los? Abschau! Man hängt fest. Okay. Ich hab es gehalten. Okay. Da war aber das Ding, wo man rüberspringen konnte, glaube ich. Hm, vielleicht kann man trotzdem da hinkommen. Ich muss dann auf die Karte nochmal gucken, wo genau wir hin müssen. Da müssen wir hin. Flieh aus dem Lager. Ah, ist da hinten. Hast du zufällig Stiefel über? Die sind zu klein. Hey, was sagt man da? Das Schwein kommt freiwillig zur Schlachtbank. Ich schlachte dich ab! Da muss er irgendwo stehen. Himmel, was für ein Beef. Länger halte ich das nicht aus. Dann Art... Was haben wir denn da? Unterhaltung, vorzüglich! Hau dich doch! Das nennst du kämpfen? Ich bin nicht kämpfen. Wo bin ich jetzt gelandet hier? Oh. Na gut. Keine Ahnung, wo wir jetzt gerade hinlaufen. Wir müssen eigentlich aus der A kommen. Und sind da noch ein paar Leute. Aber wir können anscheinend auch einfach so rausrennen. Okay, das war wahrscheinlich nicht so gedacht. Aber wir sollen uns da einfach mit Bishek treffen. Okay, das machen wir. Ja, ich weiß. Wasser. Im Endeffekt sind wir rauskommen. Wie sollen wir jetzt eigentlich mehr leben wieder? Man weiß es nicht. Aber wir haben es geschafft. Sehr dunkel hier alles. Steht doch schon Bischig, oder? Wir sind draußen. Jetzt musst du deinen Teil der Abmachung einhalten. Ach, abgemacht ist abgemacht. Keine Sorge, ich halte mein Wort. Aber ich muss nach Ratai zu meinem Vater. Sie nahm mir mein Geld weg, als ich gefasst wurde. Gut. Wir sollten sowieso schnell die Fliege machen. Du wirst mir helfen müssen. Irgendwie hat mir die Behandlung dieses Hühn nicht gut getan. Du hast nicht zufällig irgendwo ein Pferd versteckt. Ein Pferd? Daran habe ich nicht gedacht. Das ist natürlich dumm.
Okay. Ja, stimmt, das Licht gerade nicht so richtig. Gab es Kunde über deinen Jungen, Ratzig? Noch nicht. Ich hoffe, der Bursche hat sich nicht übernommen. Wird mich nicht überraschen, so draufgängerisch wie der ist. Ich frag mich wirklich, von wem er das wohl haben mag. Hör auf, Hanus. Verzeih, Herr, dieser Kerl hier, Heinrich! Vater? Ich sag's ja, ein Draufgänger. Nun, wie ich sehe, warst du nicht untätig und wir haben dringend eine Unterhaltung zu führen, unter vier Augen. Mir scheint, als hättest du einiges zu berichten. Was ist geschehen? Ich, saß eine Weile in Vranek fest. Aber ich weiß jetzt, was sie planen. Ja, und wir haben keine große Armee genug. Es wird ausgeheckt. Und von wem? Raus damit, Junge! Es besteht kein Zweifel mehr. Dieser ungarische Adlige steckt dahinter. Der, den du am Tage von Sigismunds Raubzug auf Skalitz zu Gast hattest. Herr Istvan Toss. Toss und seine Schergen. Es passt alles zusammen. Sie stellen die gefälschten Münzen her und nutzen sie, um Söldner anzuheuern. Er hat bereits eine beachtliche Streitmacht in Vranek versammelt. Aber was zum Teufel will er? Das weiß ich genau, aber es wird euch nicht gefallen. Wie das? Wir hatten eine lange Unterredung. Was? Beim Versuch, in ihr Lager zu gelangen, wurde ich gefangen genommen. Wir unterhielten uns und er verriet mir seinen ganzen Plan. Was? Warum? Vermutlich dachte er, er müsse ihn nicht länger geheim halten. Das überrascht mich nicht. Warum nicht? Was hat dieser Bastard vor? Er dient Sigismund und will König Wenzels Verbündete vernichten. Also uns. Er hat eine beachtliche Streitmacht formiert und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob wir sie besiegen können. Niemand wird uns jetzt zu Hilfe eilen. Elender Hundsfott! Ich zieh ihm die Haut ab! Wie viele Männer hat er? Über 100, würde ich sagen. Wie gut ist ihr Lager befestigt? Es handelt sich dabei um eine verlassene Feste auf einem Hügel über Sasau, umgeben von einer Palisade. Drei Seiten sind unzugänglich. Bastard! Ich vernichte dieses Gezücht! Das ist leicht gesagt, alter Freund. Toss scheint kein Risiko einzugehen. Zusammen mit Divish können wir genug Männer aufbieten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dieser Bastard giert nach einer Schlacht. Also sollten wir es sein, die Zeitpunkt und Ort bestimmen. Zweifellos. Wir müssen sie überraschen. Am besten greifen wir morgen Nacht an. Schneller können wir uns nicht bereit machen. Das wollte ich hören, Ratzig. Heinrich, lass dich zusammenflicken und begib dich danach umgehend zu Herrn Divish von Talmberg. Sag ihm, er möge mit all seinen fähigen Männern morgen Abend gen Vranek marschieren. Wir erwarten ihn dort. Ja, Herr. Endlich kann ich zeigen, dass mein Schwert nicht bloß ein Schmuckstück ist. Was denn, Heinrich? Gibt es noch etwas? Also, wir müssen uns noch um Bischek kümmern. Und wer ist das? Bischek kommt aus Skalitz. Er half mir bei der Flucht und rettete mir damit das Leben. Ich versprach ihm eine Belohnung. Nun, Bischek, wenn du meinen Sohn gerettet hast, bin ich dir zu Dank verpflichtet. Bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Hab Dank, Herr. Danke für die Großzügigkeit. Unter diesen Umständen fragen wir nicht, wie es sich zutrug, dass du bei diesen Schweinen in Vranek warst. Du gehst besser, bevor ich anfange, darüber nachzusinnen. Ja, Herr. Hab Dank, Herr. Lebt wohl, die Herren. Danke, Heinrich. Gott sei mit dir. Nimm ein gutes Mahl zu dir und lass deine Wunden verarzten. Du siehst scheiße aus. Falls du Ausrüstung benötigst, sag es Bernhard. Er wird dich ausstaffieren. Ah, sehr gut. Ja, mein Herr. Kein mein Herr mehr. Ich bin dein Vater. Ich schwöre, ich wollte es dir sagen, Junge. Es kränkt mich, dass ausgerechnet Istvan mir zuvorkam. Aber jetzt haben wir wichtigere Dinge zu tun, Später haben wir noch genug Zeit, um zu reden. Oder nicht? Wie du wünschst, Herr... Vater. Gut. Nun begib dich schnellstmöglich zu Divish, mein Sohn.
Yes, die Würfel sind gefallen. Das sind die in der Tat. Bumm. Bald sind wir auch keine Verbrecher mehr. Bitte um Ausrüstung. Okay, fragen wir mal. Rache. Schon wach? Ich hoffe, du konntest gut ruhen nach allem, was du durchgemacht hast. Du könntest es nötig haben. Heute Nacht machen wir uns ans Werk. Also begib dich schnellstmöglich nach Thalmberg und wecke Herrn Divisch und seine Männer. Wir treffen uns abends bei der Feste und rechnen mit diesem Teufelspack ab. Ich habe meine Ausrüstung verloren. Herr, ich verlor all mein Hab und Gut in Vranik und benötige Ausrüstung. Ich weiß. Hier ist der Schlüssel für die Rüstkammer. Nimm, was du willst. Du hast es dir verdient. Geil. Ich muss die Kunde umgehend den Thalmbergern überbringen. Sonst also gut, Männer. Zeit, macht euch bereit. Das wird eine lange und harte Nacht. Bei Sonnenuntergang will ich jeden Einzelnen von euch in... So, die Rüstkammer. Ist hier drin? Ja, danke. Okay, hier ist es nicht. Wo war denn das? Wo ist die denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss sie finden. Keine Ahnung. Hier unten vielleicht? Nee, kann man nicht. Ah, warte. Wie, ein normaler Bürger darf da rein? Ich nicht? Aber aufschließen. Das ist so dumm, wenn da gerade einer rein oder rausgeht. Da komme ich natürlich nicht so rein. Geh weg da. Ich kann sie nicht aufschließen. Nein. Oh, was ist denn da los? Oh. Das wird die Rüstkammer sein, behaupte ich mal. So, brauchen wir einen Bogen. Haselnussbogen, Eibenbogen. Stehlen wollen wir nichts. Aufschließen. So. Nein, sowas. Also, wir nehmen... Ich weiß nicht, was hier ist. So. So, jetzt haben wir die Ausrüstung. Oh, hier. Kann man nur stehlen, das ist natürlich ärgerlich. Lass mal gucken, was wir hier so haben. Waffen. Ein Händlerschwert. Ja. Den Bogen... Spitzpfeile. Alles ausrüsten hier, was es gibt. Gut, haben wir zwar alles. Das Problem ist natürlich, cooler wäre natürlich, wenn wir noch ein bisschen andere Sachen mitnehmen könnten, ne? Was ist denn das für ein Schwert hier? Das ist eine Axt, okay. Hä? Ein Schild stehlen ist auch doof, ne? Aber sieht mich ja keiner dabei, oder? Futter. Gut, dann gehen wir raus. Sehr gut, ja, dann machen wir uns auf den Weg. Machen wir aber erst beim nächsten Mal. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei.
Ja, denke ich mal, das müsste reichen, ne? Huch, so. Tschüss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja, auf Wiedersehen.